Ich Idiot. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind genau an der gleichen Stelle, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Für mich schon wieder ein paar Tage her, wo ich gespielt habe. Für euch erst wahrscheinlich gestern. Ja, und dann machen wir jetzt weiter. Wir haben ja hier eine neue Asche bekommen im letzten Part. Hier Imitator-Tränenasche. Die wollten wir noch testen. Mal gucken, was sie kann. Ob das so ein Blob ist oder ob die uns selber imitiert. Natürlich mega nice wäre. Die Tränke brauche ich eigentlich gerade gar nicht. 51.000 Runen haben wir schon wieder. Da ist schon wieder fast ein Level. Schauen, dass wir die nicht wegschmeißen. Gut. Es sieht nicht sehr gesund aus. Drüben ist noch ein Item. Wie kommt man da hin? Hey, was sagt die Nachricht? Vorsicht vor Köder. Und Fernkampf versuchen sozusagen. Zeit für dies Saatgut. Fernkampf. Hey. Aha. Pass auf, du kriegst eine gute Bewertung. Dann machen wir die Kugel mal eben weg. Man kann sie nicht vergiften, so wie es aussieht. Aber die ist schon mal weg. Dann haben wir da noch einen Hyopai. Oh, du willst hochkommen. Daraus wird wohl nichts. Das ist die Blutungspfeile, die ich hier gerade benutzt habe? Nee, ne? Nee, normale Standardpfeile, okay. So. Ab und nach unten. Reiset Festung, ja. Kugel hat was gedroppt. Warum immer Verzweiflung? Oh ja, sieht wirklich nach Verzweiflung aus. Krass, okay. Geht ab. Blitz versuchen. Larventräne. Oh, das Ding hat eine Larventräne gebracht. Okay, dann wird es wahrscheinlich nicht wieder respawnen. Gehe ich mal stark davon aus. Vorsicht vor rechts. Hm. Rein. Zu links Krone der Nachtjungfer. Okay. Sicherheit. Ich glaube, hier in dem Game gibt es gar keine Sicherheit. Der ist wahrscheinlich an dem Typen gestorben. Du kriegst auch erstmal eine gute Bewertung. Genau. Ah, wir kommen dem unteren Teil der Brücke näher. Okay, check. Okay. Oh, jetzt können wir eine Asche beschwören. Das ist nice. Mache ich auch gleich. Gnade. Ach, Leute, habe ich gar nicht gesehen durch den Geist. Habe ich gar nicht gesehen. Haben wir denn genug für ein Level? Stufenaufstieg.
Dein Ernst? 600, nee, Quatsch, gar nicht. 700 Punkte noch. Na gut. Dann holen wir uns die mal kurz. Jetzt bin ich ja mal gespannt, die Asche. Die hat der LP verbraucht, ne? Gucken, was die an LP braucht jetzt. Okay. Die zieht mich fast komplett leer. Hallo. Boah, die setzt sogar die Fähigkeit ein? Wie geil ist das denn? Ja, die ist ja mega strong. Was, meine Töpfe nutzt du auch? What the? Wie krass ist das Teil denn bitte? Da kann man die bestimmt nicht verbessern. Egal, aber die ist so ja schon mega strong. Meine Runde 7. Oh nein. Oh, sie ist schon wieder weg. Schade. Schade, schade. Kommt doch bestimmt gleich wieder ein Boss. Würde ich wetten. Gut. Dann gebe ich erstmal schnell die Runen aus. Und dann gucken wir, ob da wirklich ein Boss kommt. So, wir brauchten noch Glaube 15, ne? Dann haben wir das auch. Dann können wir nämlich diese Drache Odems benutzen. Ich werde gleich mal tun. Gucken, gegen was die anfällig sind. Okay. Okay, das hat schon mehr Schaden gemacht. Wie sieht's aus mit Magie? Und Magie ist sehr gut. Ja, Dings brauche ich nicht versuchen. Aber ich habe halt sonst nichts gegen Magie. Alter, ist ja nice. Das ist ja mega nice. Aua. Na, Eis mögen sie auch nicht so. So, na los, komm. Boss, spring irgendwo runter. Ich hab's sowas von gewusst. Ich hab's sowas von gewusst, verdammt. Ist ja gar kein Boss. Aua. Ich bin hier gerade noch ein bisschen so am Rumprobieren. Mit Mimik ist weg.
läuft. Okay, das mit den Drachendingern gefällt mir. Ist gar nicht mal so schlecht. Das können wir immer machen, wenn wir quasi die Eisachs benutzen. Dann habe ich nochmal so ein zweites Ding in der Nebenhand. Das ist cool. Jetzt aber erstmal wieder regenerieren. Gucken, ob der wieder spawnt. Ach, wisst ihr was? Ja, die sind auf jeden Fall alle wieder da. Ich guck mal, ob ich die, die Asche hier, die neue Imitator-Tränenasche verbessern kann. Da lang. Ja, bestimmt nicht, ey. Greetings. Are you here for Spit? Ja, ich möchte. Nice, das geht. Dann wird die noch stärker. 660 LP, da steht es ja an Kosten. Okay, auf plus 1, auf plus 2. Oh, die braucht viele Runen. Okay. Müssen wir jetzt machen. Hier, nimm mal so eine. So, und dann haben wir sie auf plus 3. Alter, kostet so viele Runen. Egal, das mache ich jetzt. Und wir haben hier so viel von den Dingern. Mal hier. Nutz mal. Oh. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nutz mal 9 noch davon. Greetings, are you here for spirit? Ah, okay. Und jetzt fehlt's. Jetzt fehlt uns Geisterteil Lilie 5. Okay, aber damit ist er immerhin schon auf plus 4. Hier können wir nichts machen. Da fehlen die Gräberteillinien. Okay, für die beiden brauche ich Geisterteillilien. Hier eine Gräberteillilie. Okay. Die Giftdinger möchte ich trotzdem nochmal benutzen, obwohl die Asche jetzt extrem strong schon ist. Die anderen möchte ich auch noch ausprobieren. Haben wir schon was zum Upgraden gekriegt? Wahrscheinlich nicht. Waffe verstärken. Schmiedstein 5. Hier brauchen wir einen 6er, dann können wir das eigentlich ruhig mal verbessern. Der Bogen geht auch noch nicht weiter. Ja, geht alles leider noch nicht. Blutiges Uchi-Katana könnten wir aber weitermachen. Auch wenn ich es schon ewig nicht mehr benutzt habe. Und die heilige Doppelklinge. Oh, die ist jetzt schon plus 13. Nice. Hey, nice, nice, nice. Sonst da irgendwas, was wir hier verbessern könnten. So wirklich. Okay. Nee, warte mal. Ich habe ja einfach nur gerade keine Runen mehr, ne? Deswegen ging es nicht weiter. Wo ist denn die heilige Doppelklinge? Ah ne, uns fehlen auch die Schmiedesteine. Okay, dann hat es ja genau gepasst mit den Runen, die ich gepoppt habe. Weisheitswaffen, ey.
Die wären jetzt natürlich nice, die könnte man jetzt benutzen. Löst Blutung aus, das geht ja sogar hoch. Bei dem leider nicht. Was ist denn mit Waffe verstärken jetzt? Oh, verdammt. Kriegsasche. Jetzt irgendwo hier was drauf mache. Da kann ich doch. Nee, die Kriegsasche war es nicht. Ich könnte die doch jetzt irgendwie schleifen. Ich habe da noch so ein Messer gekriegt. Muss ich das selber an einem Amboss machen? Neues Schild wäre auch mal nice. Okay, hier kann man auch eine Waffe verstärken. Naja, gut. Dann machen wir erstmal weiter. Shit. Hat der Ahn war es nicht. Heilige Stätte der Nacht. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Sehr gut. Okay, dann machen wir hier direkt weiter. Gucken, ob der andere wieder spawnt. Hallo. Okay. Also ein paar bleiben so ein Blob und ein paar verwandeln sich in irgendwas Starkes. Tränenhülle. Okay, der kommt also nochmal wieder. Weil die daneben gehauen. Na, den kriege ich auch ohne Mimik weg. Alter. Okay. Ich Idiot. Naja gut. Endet die Folge halt mal wieder mit dem Tod. Ja, machen wir Ende hier. Sehen wir uns auf jeden Fall am Anfang der nächsten Folge nach diesem Typen. Dann haben wir es hinter uns. Damit sage ich wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut rein.